Und wir machen gleich weiter mit Folge 2. Folge 1 lädt gerade im Moment hoch. Ich habe das gerade noch gerendert und war natürlich fort. Und ja, wir haben jetzt 83 Science und müssen die irgendwie verbraten. Wir können eigentlich das für alles machen, wenn ich mir das hier so recht anschaue. Ja, doch, da können wir für alles ausgeben hier. Aber wir hätten ja hier auch was. Oh, das kostet mir zu viel, hä? Da hätten wir Strom. Hier habe ich ein bisschen mehr. Hier habe ich die. Ich glaube, ich werde hier für die 3 erstmal ausgeben. Machen wir hier so richtig linear, denn. Naja, irgendwie müssen wir anfangen. Jetzt haben wir nur 30 Science übrig und können noch für nichts ausgeben. Also, wir haben jetzt neue, diesen kleinen LV-909 Fuel Engine. Die Landing Struts. Wir können jetzt tatsächlich auf dem Mond landen. Parachutes schon wieder. Winglet. Radial Decoupler, die sind sehr gut. Und die großen Solid Fuel Booster und natürlich diese kleinen Separatrons. Und noch eine LV-T45. Ja, ich schweife immer so ein bisschen aus. Wir sind so, also oder ich bin so ein bisschen immer im Denglischen. Oder Englisch. Jetzt müssen wir einen neuen nennen. Aufbruch. Wie nennen wir ihn denn einfach? Kolumbus. Kolumbus. Ich will nicht wieder sagen. Kolumbus 1. So. Denn ich habe nämlich vor, mit diesem Kolumbus auf dem Mond zu landen. Ja. Ihr habt's gehört. Ich möchte mit dem Teil auf dem Mond landen. Es ist ja jetzt möglich. Da wir ja das Zeug haben. Da werde ich mal das Zeug mal dran packen. Und dann hier 3. Ja, doch. Das müsste eigentlich reichen. So. Hoch. Was ist denn hier passiert? Das sah ulkig aus. Hier ist. So ist am besten. Ja, das wollen wir dann im Endeffekt decoupeln hier. So. Control haben wir immer noch nichts. Die Winglets, ob wir die an die Seite machen. Nee, da will ich jetzt diese Landing Struts hinsetzen. Ich finde die cool, die Landing Struts hier. Die haben ein bisschen was anderes. Das kommt auch natürlich oben drauf. Hoch. Was ist denn das? Ja. Jetzt haben wir ein kleines Problem und zwar, wir können nicht den Treibstoff, der hier drin ist, können wir nicht zurücktransferieren. Das heißt, wir müssen das entweder so machen oder wir verschwenden einen Haufen Sprit damit. Das wäre im Prinzip besser jetzt die Lösung so. Science werde ich jetzt. Ach, setze ich einfach mal 3 hin. Nee, das ist doof. Die will ich jetzt nicht haben, mir unbedingt. So, das noch hoch. So, haben wir eine gerade Antenne. Ach, habe ich einen kratzigen Hals im Moment. Und ja, dann hätten wir unsere Landestufe eigentlich fürs Erste fertig. Da müssen wir zum Mond und zurückkommen. Das wird eine Tour mit Columbus 1. Aber wir schaffen das. Aber jetzt muss ich erstmal was trinken hier. Huch. Ja, mein Feierabendbier. Das ist nämlich was Schönes. Gut, wir brauchen jetzt ein bisschen Treibstoff. Das heißt ein bisschen Treibstoff, sehr viel Treibstoff sogar. Um generell erstmal wegzukommen, dann nehme ich mal diesen großen hier. Und werde nicht seitlich die Teile dran packen, denn ja, das macht sich nie gut. Setze ich mal solche Dinger dran. Die da. Und dann natürlich hier ein bisschen extra Power. Ach, ein bisschen runterschieben am besten. Das haben wir Probleme damit. So. So. Und. Den Rest machen jetzt die Booster hier. Werde ich nämlich diesen Teil dran packen hier. Oh. Ich kann sie nicht halten. Oh. Naja, wir schaffen es schon irgendwie. Ich habe gerade eben ein Video gesehen von einem YouTuber, wie er es mit
den Bauteilen, die wir zuerst hatten, hat er es nach Minmus und am Mond vorbei. Also er hat es auf Minmus sogar geschafft. Er ist tatsächlich gelandet. Und naja, das war schon etwas heftig. Muss ich sagen. Das ist auch heftig hier, denn das kann man so nicht machen. Wir brauchen da ein bisschen Stabilität, denn wir haben leider keine Struts. Das muss ein bisschen weiter runter. So, haben wir das. So ist gut. Und dann hoffe ich mal, dass wir damit zum Mond kommen und zurück. Ich will auch ein paar Bodenproben nehmen. Ah, jetzt bin ich gezwungen, das Ding mitzunehmen hier. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das so zu machen. Und dann werde ich hier drei hinsetzen. Die wiegen eigentlich, ja, 0,15 Tonnen, die wiegen schon relativ viel, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Unsere Kürbels werden rauskommen, das ist nicht das Problem. Ja, genau. Und ja, das wird schon klappen irgendwie. Also, wir starten nicht damit, sondern mit denen hier. Die müssen hier ganz runter. Danach dekappeln wir die Teile, die hübschen. So, wenn wir nämlich die starten. So, das sind bestimmt die, hä? Ja, wir dekappeln die da unten, dann starten wir die Teile. Und die sind auch gleichzeitig alle wie das Teil, das heißt damit hin und haben wir denn den. Der hier ist das, ne? Der ist das. Das werden wir gleichzeitig dran setzen. Dann natürlich ab mit den Dingern und die werden gestartet, so. Wenn ich sie brauche. Wenn sie leer sind, dann ab mit den Teilen. Und wenn der andere alle ist, dann ab damit und hoch, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ein riesiges Problem, denn ich habe mein Framerate-Fenster oder meine Anzeige, die ist genau hier und ich sehe das nämlich gerade nicht so gut. Das ist dämlich. Dämlich von mir eigentlich, denn ich könnte das eigentlich ganz easy umstellen. Die Frage ist nur, wohin damit? Ja, wenn wir damit fertig sind, dann wieder hoch und die abkoppeln und das setze ich so mal nach oben. Gut. Dann hätten wir das. Ich hoffe mal, wir kommen damit nach oben. Richtung Mond. So, wieder einen Schluck genommen. Steht alles. Und der Mond ist da. Da wollen wir den am besten nicht haben. Ja, ich will schon am Tag starten. So ist gut. Dann werde ich den gleich starten. Und zwar in 3, 2, erstmal die Dinger testen. Oh, scheiße. Hätte ich nicht machen müssen. Wir müssen unbedingt das noch umbauen. Denn die Dinger sind zu hoch. Gut, dass ich das noch nachgeprüft habe. Die sind definitiv zu hoch gewesen. So ist es nämlich gut. So ist es besser. Action Groups brauche ich jetzt nicht setzen. Das ist jetzt wirklich nicht notwendig. Ja, ich habe eine Frage an euch. Und zwar geht es dann darum, ob ich hier bei dann in Zukunft sind ja die Missionen ein bisschen länger, ob ich da schneiden darf. Also so wie ihr das in meinen anderen Let's Plays kennt, ob ich da die Videos beschnippeln kann, also diesen langweiligen Part, ob ich das denn darf. Schreibt es mir bitte in die Kommentare und dann werde ich mal abwägen, ob ich das mache oder nicht. Aber ja, ihr müsst euch auch der Konsequenzen bewusst sein. Hilfe, wir kommen schief. Warum? Nein. Oh, das ist dämlich. Ich will nicht schief kommen.
Schön und gut, ich komme nach oben, aber nicht ordentlich. Jetzt können wir das etwas regulieren, hä? Nein, können wir auch nicht. Was ist denn das für ein Mist? Ich will doch ordentlich schön gerade kommen. Ich will dahin, dass wir wieder nach oben kommen. Ach je, das wird ein Anfang hier. Das fängt ja schon mal gut an. Vielleicht muss ich alles mit Liquid Fuel Tanks machen. Wir schaffen das schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Herrlich. So kann man das leider nicht machen. Das ist nicht gut, meines Erachtens. Ich werde das mal ein bisschen umbauen. Gut, das können wir so belassen. Das möchte ich jetzt auch noch ändern in solche Teile, die 200er. Das sind also was heißt stabiler, aber wir kriegen eine bessere Lenkung dadurch. 200er hier. Und dann das hier. 200 in dem Sinne, die haben 200 Power und die haben 215. So unterscheide ich das dann immer. Gut, dann hätten wir das so. Und jetzt kommen erstmal Haufen solche, erstmal die Coupler dazwischen. So. Da kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. So, haben wir das so. Und dann mache ich jetzt hier wieder 15er außen und die... Oh, 15 und die Nuller Höhe wieder unterschiedlich innen. Ja, das werde ich aber so nicht machen. Ich werde hier einen Radial Decoupler hinklatschen hier an die Seite. So, so das Stück, das ist jetzt ein Stückchen nach oben. So, dann haben wir das hier fest. Dann hoffe ich mal, dass wir damit nach oben kommen. Ordentlich. Ha. Ah, jetzt muss ich wieder komplett neu umdenken, wenn die alle sind. Dann ab damit. Im Prinzip kann ich das ja. Brauche ich das noch nicht mal machen. Weil die sind ja dann eh ab. Doch, die verbraten doch mehr, oder? Brauchen die mehr? Ich weiß nicht. Ich glaube, die verbrauchen gleich viel. Schätze ich mal. Das Ding kommt auch mit unten, das wird mit aktiviert. Wenn die alle sind, dann aktiviere ich natürlich die vier Engines und den da. Genau. Das kommt weg und ich decouple das da. So, wenn die alle sind, dann decouple ich natürlich den großen da. Aber vorher möchte ich die kleinen decouplen, weil ich die ja dann bestimmt nicht mehr brauche. Ja, doch, die decouple ich dann. Und so ist es eben, wenn man wirklich Real-Time Kerbal Space Program spielt, da muss man immer ein bisschen überlegen. Wenn ich die abkoppel, dann starte ich das Teil, irgendwann koppel ich die ab und dann müsste es jetzt so laufen. Ich werde jetzt eine Action Group für diese Engine setzen, dass ich die toggeln kann mit 1. Speichere ich. Beim letzten Mal hatten wir Bob und Jebediah, jetzt ist mal Bill dran. Aus damit und jetzt Bill, du bist dran. So, gespeichert und los.
Haben wir schon so viel und kommen nicht zum Mond. Ach, sind wir schlecht. So, jetzt müssen wir auf Vollschub geben. Auf den Mond. So. Ah, verpasst. Na, was soll's. Hoch. Was ist denn hier passiert? Ha. Oh, ist einfach kaputt gegangen. Einfach kaputt gegangen. Das kommt davon, wenn man keine Struts da benutzt. Hoch, hey. Und die Folge, die Zeit ist schon fast rum. Wir haben keine 10 Minuten mehr. Ich möchte euch ja nicht ewig hier auf die Folter spannen, beziehungsweise euch versuchen zu unterhalten. Ich habe es nämlich verpasst. Jetzt muss ich nämlich noch eine Runde rum. Jetzt. Es ist. Oh! Was ist denn das für Cooles? Das ist ja hier hell, richtig. Geil. Selbst das ist hell. Also, wir starten in 3, 2, 1 und jetzt. Ah, was ist denn das für ein Scheiß? ob wir damit überhaupt hochkommen? Ja, doch, kommen wir. Doch, wir kommen eigentlich ziemlich gut durch damit. Tatsächlich. Wir schaffen es echt. Was ich ja cool fand, ist diese Beleuchtung hier. Die nachts dann da ist. Am besten, dass hier die Landestrecke für Flugzeuge beleuchtet ist. Das ist da am coolsten, muss ich sagen. Ja, und da wir jetzt ein bisschen früh gestartet haben, müssen wir umdenken. Das kann ich echt zusammenschieben, da das eh zusammengehört. Ja, das gehört zusammen. Die sind ja gleich, haben gleich viel Inhalt. Ah, das ist doof. Man hat wirklich so vieles nicht, was man wirklich braucht. Und dann. Ist eigentlich schade. In View. Das kann man wegmachen. Weg damit zu. Die mal testen, wie die aussehen. Ich finde die viel cooler als die anderen. Oh, das sieht richtig cool aus so. Wir sind noch in der ersten Stufe, stellt euch das mal vor, und wir haben noch hier diese Stufe da ganz, ganz übrig. Na los, verbrauche jetzt. Der verbrauchte weniger Strom, hä? Oder Treibstoff. Jetzt wieder Schub. Die gehen aber ziemlich schnell alle, das ist das Problem. Ja. Naja, Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal einen Orbit. Man kann doch nicht docken, das müssen wir auch alles noch erforschen. Und da ist Minmus. Minmus. Da. Definitiv, da ist Minmus. Ja, da ist Minmus. Das könnte hinhauen. Ja, das ist Minmus. Da ist Minmus. Ich finde das cool, wenn man Planeten von so einer Entfernung dann sieht. Hoch, zu viel. Herrlich. Ob ich da weit komme, wenn ich jetzt hier Schub gebe, hoch. So. Ah, das dauert noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Na, da werden wir noch ein bisschen. Ah, ich viel zu viel verbraten hier jetzt. Naja. Packen wir schon. Irgendwie packen wir das schon.
Gut. Müsst ihr eigentlich nochmal neu starten hier das Ganze. Aber ob wir auf dem Mond landen oder nicht, das müsst ihr leider, was heißt leider, das dürft ihr in der nächsten Folge dann sehen, wenn es dann wieder heißt, hier im Karrieremodus Geld zu machen. Was heißt Geld zu machen? Aber Forschungsgelder zu bekommen, indem wir Science-Punkte sammeln. So kann man das auch, denke ich mal, erklären. Ja, das werdet ihr in der nächsten Folge wieder sehen, wie wir hier den großen Reibach machen. Und bis dahin, euer Hani 007. Ciao, ciao.